müsste dann wieder normal aussehen. Ich frage mich, kann ich den? Ich teste es mal. Nicht ganz. Ein bisschen mehr Schaden wäre gut. Das geht nicht. Fesseln kann ich den auch nicht. Komme ich da irgendwo rüber? Ich sehe da nichts. Ach, guck mal hier. Da ist wer aufmerksam geworden. Du darfst ihn da gerne angreifen, ne? Nur mal so zur Info. Dass er nichts macht. Wobei, das ist ja Kampfüberbrückung, das andere, ne? Das ist ja eine normale Überbrückung. Ich weiß nicht, ob die ewig so bleibt. Komischerweise bei dem anderen war das nicht so. Bei dem Sägezahn. Aber das kann ich halt noch skillen, ne? Was hast du denn? Wird jetzt aggro? Und immer schön leise. Das hat wieder nicht gut geklappt. Klappt das überhaupt? Hab ich ihn angeknotet? Sieht nicht so aus. Naja, wird mal aggro. So. Oh. Was? Wer ist er denn? Ach so. Boah. Na na. Haben wir es jetzt? Was ist da hinten los? Wer kämpft da? Gegen irgendwen? Geh da gleich mal hin. Nicht, dass da machen wir schon wieder ein paar Banditenkrawall, oder? Da ist irgendwas elektrisch. Sieht nicht gut aus. Oh, die haben mich aber weit gerochen gerade. Ich kann hier nirgendwo in Deckung gehen. Das ist sehr toll. Ich spare mir jetzt mal das Speichern, ne? Wegen der Sicherheit. Da kann ich in Sicherheit, in Deckung gehen. Gegen was haben die denn gerade gekämpft? Sieh nichts, mach hin. Mhm. Sind aber ein paar mehr hier, ne? Eins. Zwei. Drei. Was haben die denn gelegt? Ach, Banditen. War nicht gerade noch einer? Da ist noch einer. Die hatten ja gar keine Chance, Alter. Ich bin gar nicht da. Alles ist gut. Na, alles gut. Ist nur der eine. Der kann dann gleich nicht mehr peilen. Viele Möglichkeiten habe ich aber nicht.
Scheiß ab. So, jetzt komm her, dann töte ich dich gleich. Ich bin so nett. Level 8. Müsste eigentlich so gehen. Das Problem ist, wenn ich den jetzt töte, dann kommt irgendein anderer hier ran gescheißert. Das ist also problematisch. Faktisch nicht gut. Könntest du auch so machen, wenn du dich beeilst. So, der hat jetzt Kampfüberrückung drin. Du darfst gerne deine Freunde angreifen gehen. Bitte. Aber nicht hier, wenn es geht. Da werde ich mich unwohl fühlen. Du darfst ihm auch was tun, ne? Dann nehme ich dich auch mit. Okay, jetzt habe ich schon zwei auf meiner Seite. Die aber beide nicht viel Schaden anrichten. Ja, treib mich raus, bist bescheuert. So, den einen hat zerlegt. Da hinten ist noch einer über. Der eine lebt auch noch. Die kämpfen aber ineffektiv. Sehr gut. Tötet euch mal ruhig gegenseitig. Wäre mir ganz lieb. Gucken, wer gewinnt. Na, das geht. So taktisch angewandt. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Okay, einer von beiden stirbt gleich. Ach, wie niedlich. So. Das waren dann die. Sammle ich die mal in aller Ruhe ein. Hoffe ich. Weil da drüben ist immer noch der Sägezahn unterwegs. Den können wir zwar auch kurzzeitig tamen, aber das wird nicht allzu viel bringen. Ich weiß auch nicht, welche Stufe der hat. Das hält sich. Oh, ich habe Schaden gekriegt. Wo das denn? Oder hat mich einer von denen beim Kämpfen erwischt? Kann sein, ne? Die Banditen hatten nicht so viel Glück. So, sonst noch irgendwas? Was gibt's denn hier oben? Ich meine, so ganz ohne Grund waren die bestimmt nicht hier, oder? Was haben wir da denn? Ein Plündererhaufen und da hängt auch noch ein Plünderer dran rum. Wo hängt der denn? Schön leise, vorsichtig. Ach, guck mal. Oh. Oh oh. Entdeckt. Komm her, du Schwein. Bist eh schon angehittet. Ein bisschen Wildschweinhaut. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht mehr. Puh. Oh, hier ist einiges drin, ne? Sehr schön. Ah, okay. Hier scheint mir Plünderergebiet zu sein. Würde ich mal behaupten. Ja, hier ist Plünderer-Areal. Und ich wollte eigentlich da oben hin.
Bin eigentlich schon wieder viel zu weit gelaufen. Hätte ich auch nach Meridian gehen können, ne? Ansonsten geht's hier nicht weiter, oder? Da oben ist nix. Nö. Komme ich aber auch nicht hoch, von daher. Ist das wurscht? Nö. Da ist nichts. Oh, hier ist auch noch was. Oder? Naja, nicht wirklich. Außer ein bisschen Höhle. Okay, dann wirklich darum. Zerstörter Wächter. Gehen wir mal Richtung Dorfi, würde ich sagen. Und guck mal, was da los ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Sägezähne sind sehr oft sehr viele. Wer ist da denn? Ach, die Kollegen. Mit Wächtern. Diesmal. Warum quanzen da so auffällig? Das gefällt mir nicht. Was ist da oben los? Ich als alter Jägersmann habe das schon gesehen. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht gar nicht gesund aus. Da ist ein Mensch. Was ist hier los? Was ist das? Trainingsattrappe. Vorratskiste. Und eine Trainingsattrappe. Hier ist genau einer. Einer ist noch hier. Ist das hier das Jägerdorf? Noch ist das hier gar nichts. War das mal das Jägerdorf? Hier ist auch noch ein Händler irgendwo. Ja, Jägersiedlung. Okay. Hat hier... Arbeitsreiche Tage und ruhige Nächte. Was quant denn hier wie Teufel? Ist das Feuer hier oder was? Ich dachte, hier ist irgendein Überfall passiert, Alter. Ach, Leute. So, ich speichere mal. Wegen Sicherheit. So, was haben wir denn hier alles? Hier leuchtet green. Green, green, green. Das ist schon ein bisschen frivol, oder? Wer jetzt? Ich jetzt? Da hinten leuchtet's. Warte, das will ich haben. Und hier ist ein Pfad nach oben, wie mir scheint. Die Spannungen mit den Kaja werden sich mit der Zeit geben. Was passiert eigentlich, wenn ich auf so eine Jägertrappe schieße? Nicht unbedingt damit. Aha. Kann ich die komplett zerlegen? Kann ich. Schön. Da könnte man ja gleich versuchen, das Licht mit den Händen einzufangen. Ich hab mal das wilde Tier erlegt hier hinten, ne? Was? Ausrahmfremder? Ach was. Hey. Verdammt frostig, was? Geht, ne? Ich wette, in Anrecht ist es noch kälter. Hier irgendwo irgendein Symbol? Außer nur den Händler. Osram? Ach, Osram heißt das. Die Maschinen wurden in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Unsere Familien und Freunde sind dort. Mhm. Osram, ich wollte sagen, Osram ist das nicht der Lampenhersteller? Wer bist du denn? Wo bist du her? Wo willst du hin? Wer bist du? Ich kann dir niemanden abscannen. Nö. Außer sie. Ich glaube, mit der muss ich einmal quatschen. Ich trete der Sonne stolz entgegen. Ich weiß, dass ich mir meine Position redlich verdient habe. Schrei hier nicht so rum. Du kriegst gleich eine Schelle. Okay. Nee, warte so. Sprengschleuder, Kaja, Jägerbogen. Vielleicht hätten wir den behalten sollen. Obwohl, nee, wir haben ja einen besseren dafür gekauft. Stolperfalle, Scharfschützen. Oh, ich brauche Kristallgeflecht. Ich brauche Kristallgeflecht. Hier gibt es aber auch nur dieselben Scheiße, ne? Gratisprobe nehmen wir natürlich mit. Und komm, hier, Schirmkiste. 2, 3, 4, 5, 6. So. So, things we can be verkaufing. F wie something.
Eis. Ungewöhnlich. Hier, nehmen wir mal da weg, das grüne Zeug. Außer das für Rüstung, weil davon haben wir, wie gesagt, nur ein bisschen arg wenig. Wir haben auch schon wieder grünes mit Schaden. Hat sich alles verkauft? Schon wieder alles neu eingesammelt, ne? Okay, ich behalte das erstmal, bis wir wieder Platzprobleme kriegen. Sollte aber erstmal lang, wir haben jetzt 70 Plätze dafür. Rohstoffe? Rohstoffe. Hier, Verkauf gegen Metallscherben. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Okay. Gut, mit dem können wir gar nicht reden. Ich dachte, wir... Sollte auf dieses Land nicht die Kaja-Sonne herablächeln? Warum ist es nur so frostig? Tja, weil es kalt ist. Kleine Mai, was weht dich über die Berge? Ich wollte nach Meridian. Schreist du so rum? Dann sitzt du mit uns anderen hier fest, bis die Kaja die Festungstore öffnen. Ich bin Gera. Was zu trinken? Gerne. Nein. Oh. Naja, bei allem, was ich so über die Nora höre, der Erste geht auf mich. Täglich versuche ich, mit jemand Netten einzuheben. An den meisten Tagen wird es dann nur jemand, den ich im Kampf schlagen kann. Meine Ambition! Auf dich! Was ist das? Plünderersaft, gutes Zeug. Hält dich warm in einem Schneesturm, spült den Dreck aus einem Zahnrad. Lecker. Was hast du denn über uns gehört? Also, was hast du über die Nora gehört? Das hat mit diesem bösen Kratzer da an deinem Hals zu tun. Ich werde sie finden. Klingt nach einem ziemlich steinigen Weg. Im Moment ist es der einzige Weg. Die Kaja, die kann ich noch nicht richtig einschätzen. Manche sagen, unter diesen Federhelmen wären noch mehr Federn. Aber ich hab nichts gegen sie. Außer, dass sie bei jeder Windböe das Tal abregeln. Wenn es wieder offen ist, siehst du Meridian von den Festungsmauern aus. Liegt es so nah? Nein, es ist so groß, kleine Maid. Nicht zu verfehlen, das missfiele ihnen. Falls doch, geh nicht weiter westlich als bis zum großen See. Sonst stößt du auf die falschen Kaja. Die falschen? Was meinst du mit die falschen Kaja? Du stecktest wohl wie ein Bolzen im Nora-Land fest, was? Die Kaja sind noch immer im Krieg, bloß jetzt miteinander. Die Sieger, das sind die Sonnen-Kaja. Und die Verlierer, die, die am Alten festhalten. Das sind die Schatten. Die Schatten-Kaja. Und sie sind weiter im Westen? Sie hocken in den alten Grenzfestungen am Rand des Sonnenreichs. Diese Kaja-Jungs bauen gern Festungen. Ah, das sind wahrscheinlich dann diese Kultisten, die uns auch angegriffen haben. Also wir müssen ganz nach Westen. Logisch. Du bist eine Osaram, oder? Hier bin ich nur eine Fremde. Und das ist mir so ganz recht. Du kennst keine Osaram-Frauen, oder? Nein. Also, im Anrecht, wo wir herkommen, besitzt man etwas nicht, man wird dazu. Bierweib, Schmiedeweib und so weiter. Schwertweib, wenn wir uns den Kopf scheren und Stahl küssen mögen. Es ist, wie es ist. Er gibt starke Ehen. Oder ruchlose Kriminelle. Ich schlafe lieber unter den Sternen als unter einem Dach, das mir nicht gehört. Okay. Vielen Dank, Gera. Du warst nett. Ich bin Aloy. Ich glaube, ich nenne dich trotzdem weiter, kleine Maid. Du kommst doch wieder, wenn die Festung auf ist, oder? Klar. Die Schatten-Kaja werden sich mit Ersa nicht zufrieden geben. Okay, das war nett. Ich speichere nochmal und dann kletter ich mal hoch. Ich habe das Gefühl... Das Land der Banuk ist schroffer als unseres. Ich habe das Gefühl, wir werden noch einen weiten Weg bis Meridian haben. Finde ich jetzt nicht so geil. Die Sonne geht bald auf. Ich hätte noch ein paar Stunden Schlaf gebrauchen können. Aber, ach, warte mal, hier gab es doch auch genau... ja, genau, gleich alles dreimal einfügen. Warum auch nicht? Da unten wäre noch ein Blümelein. Da sind wir... Ach, wir sind hier lang gelaufen, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Karte sieht aber teilweise größer aus, als der Weg tatsächlich ist. Hier, ich markiere mir den mal, dann können wir die Banu-Figur mal holen. Die muss irgendwo oben rumhängen. Ich habe mich ja lange nicht mehr gesehen. Wohin? Dahin. Los, Rutter.
Boah, da hoch, alter Schwede. Die Frage ist, wie die kommen. Ach, ein Waschbiber. Wohin? So, blödes Mistvieh. Ja, man sieht, wir waren jagen. Pfeile sind aus, aber wir haben ja genug zum Bauen. Das ist nicht das Problem. So, ich habe schon gesehen, wo es weitergeht. Hier. Dann zuppeln wir mal hoch, unauffällig. Vorzugsweise in die Richtung. Okay, dann da lang, da lang, da lang und dann und dahin. Okay, da und dann nach oben. Zack. Keine Ahnung, was das hier soll. Wahrscheinlich nur, damit wir da drüben hin dann die olle Figur da. Ich sehe sie da, glaube ich, schon. Muss nicht runterfallen. Das wäre fatal. Aber enorm schön hier. Das ist echt das Lagerfeuer, was so viel Rauch macht. Beziehungsweise das Feuer, was die da hinten angezündet haben. Ich dachte schon, hier wäre irgendwas passiert, Alter. War schon in Panik da unterwegs und dachte mir so, boah, Alter, ich lege euch alle um, wer auch immer das war. Und da war gar nichts. Nur das, keine Kiste. Eine Skulptur. Na, von mir aus, ich benenne dich. Na, immerhin haben wir die schon mal voll vom ersten Set. Ein hölzernes Artefakt, das neben einem mit Glyphen beschrifteten Stück Pergament als Opfergabe unter einem Stammeszeichen hinterlassen wurde. Okay, ist anscheinend der gleiche Text wie vorher. Bestimmt von den Manuk. Von den Banuk, nicht Manuk. Wenn, dann spricht das bitte richtig aus. Hier glänzt es auch so merkwürdig. Ist hier sonst noch irgendwas? Komm ich hier weiter? Nee, ne? Irgendwie noch höher? Naja, sieht nicht so aus. Na gut, dann wieder runter. Hat sich fast nicht gelohnt, da überhaupt hochzugehen, nur wegen der alten Kackfigur. Aber wir nehmen ja alles mit. Easy going also. Warte, jetzt kann ich das dann wieder entmarkieren. Dann würde ich mal als nächstes die Metallblume holen. Und ich will unbedingt nach Meridian. Aber wenn du mal überlegst. Gut, das Tor haben wir schon gesehen hier. Das kann also nicht. Das ist relativ nah dran. Also es ist nicht weit weg. Ich frage mich halt trotzdem, ob wir. Guck mal, hier geht ein Weg lang. Über einen Bergpass. Und dann hier längs. Da können wir sicherlich auch. Gut, ich weiß nicht, ob wir da lang können. Ja, großartig. Danke. Nimm mal einen Trank. Bin mal gar nicht so. So. Achso, wir hatten noch eine Kiste oder sowas, ne? Ich erinnere mich. Oh, wir haben ein bisschen. Oh, wir haben ein bisschen mehr bekommen. Zünder. Metallscherben. Okay. 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 200, was? 200, was? 2, Alter. 250, die haben wir, glaube ich, für 10 gekauft, ne? 6, 7, 20. Okay, lohnt sich also nicht immer. Manchmal bin ich auch verarscht, aber in der einen waren 250 drin, Alter. Also, da kannst du nichts gegen sagen. Einen Punkt haben wir. Für was bekommen wir denn als nächstes? Dafür bekommen wir eine. In die Richtung müssen wir auch hoch. Da werden wir aber nur EP für bekommen. Ansonsten sieht das hier questtechnisch eher schlecht aus, ne? Nur noch die Schleuder. Ich werde das machen, bis der Mond aufgeht. Ganz sicher. Nur noch die Schleuder und ansonsten. Er
Ersa war die zäheste Frau, die Anrecht je gesehen hat. Aber nur noch Sammelbares, dann, ja. Würde ich sagen, ich habe Neuigkeiten aus Anrecht. Ich positioniere mich mal irgendwo, wo es gut aussieht. Okay, das ist nicht wirklich noch. Ich hätte mich auch oben verabschieden können, ne, auf dem alten Kackseil. Siedlung verlassen. Hallo. Sie soll gekämpft haben wie ein Sägezahn. Was? Finde den Jagdgebiet wieder. Ach so, hier geht's zum Jagdgebiet, ja. Ja, gut, das muss jetzt nicht sein. Also, muss wirklich nicht. Hier ist so schön. Dann mache ich mal kurz die wieder weg. Gut, und dann war's das für heute. Liebe Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, aka nächste Aufnahme wieder. Ich bin der Mechaniker. Ich habe elendlich lange aufgenommen in den letzten 3 Tagen. Du rennst mir gerade ins Bild. Und jetzt bin ich raus. Tschüss.